Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu WoW. Weiter geht's. So, nach der letzten Folge müssen wir ein bisschen, ja, wie ich immer finde, sinnlos hin und her fliegen. Ne, also, von Axramas, Wurmrot-Tempel, Auge der Ewigkeit, Wurmrot-Tempel. Könnte ich mal eigentlich ein bisschen kürzer machen, ein bisschen sparen, aber egal. Machen wir jetzt hier weiter. Wir haben hier noch die ins Ecke, hier oben noch, dann haben wir Drachenöde fertig, aber ist noch ein bisschen. Gucken, wie lange wir dafür noch brauchen. Ne? Ich will schließlich alle Quests machen. Alle. Trefft Blau und ihre Kriegsmeute in Gazetan. Okay. Okay. Machen wir es mal weiter. Jetzt mit Drachenöde hier weitermachen. Da sind wir auch schon gleich da. Ja, wir sind gleich da. Ab in den Turm, der nicht fertiggestellt wurde. Irgendwie leicht kaputt ist. Irgendwie noch im Bau befindet. Hoffentlich ist er nicht einschutzgefährdet. Hallo. Mitglieder müssen wir auch machen. Okay. Dann das Buch, ne? Die Karte. Ja, Entschuldigung, die Karte. Wir haben die Karte. Kommen wir hoch? Nein, ne? Doch, ziemlich hoch. Oben sind auch noch was. Gucken wir mal, was oben noch so ist. Manchmal ist in solchen Stellen eine Truhe versteckt, selten, nicht immer. Gucken, ob da irgendwas Schönes ist. Vielleicht auch ein Gegenstand für eine neue Quest. Kann ja auch manchmal sein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier ist nichts. Was machst du denn da? Und du erstmal. Alles looten. Ach, haben wir schon. Jo. Früher waren es, glaube ich, Kalkstein, die man benutzt hätte, ne? Ich bin ja nicht so drin bewandert drin. Egal. So, mal hier drin. Hallo, du auch, ja. Ich wollte dich mal besuchen kommen. Du hast Pause. Runter. Hallo. Das war eine Fehlzündung. So, ist hier unten noch irgendwas? Da ist nichts mehr. Gehen wir raus. Karte haben wir ja. Mitglieder brauchen wir noch. Oh, sie war hoch. Unten sind noch welche. Einmal runter. Hallo. Ach, auf zu meckern. Die stöhnen sich wieder hier ein zurecht. Der Weg der Erlösung. Warum sammelt das schon nicht alles ein? Bisschen komisch, ne? Buch Nummer 2 haben wir auch. Wir wollen ja nicht noch mehr. Ne, Männergeheimnisse haben wir. Oh, noch 4. Da haben wir auch. Tschüss. Ja, du musst auch dran glauben. Und du hast recht. Tschüss. So, einer fehlt noch. Wer will? Beide? Okay. Du auch noch? Ja, komm her. Haben wir auch erledigt. Und zurück. Geht wieder hoch hinaus. In die feste Drachenöde. Lalalala. Einmal runter. Ach, da sind wir schon. Du willst ja auch was von uns, genau. Selig der Visionär. Schönen guten Tag. Guten Schönen Tag. Tag auf dann. Am Ende der Frostkramhöhlen. Selig sehr coole Blumen benutzt. Lüftet die Geheimnisse der Vergangenheit. Uiuiui. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. So. Was machst du denn da? Betest du schon? Wir sind die Söhne und Töchter der Allianz. Jo. Oder wie es bei Skype am Anfang so schön heißt, wir sind jetzt Brüder und Schwestern in den Fesseln. Ja. Was haben wir? Jetzt gehen wir da oben hin. Ruf des Kreuzzugs. Ein Kreuzzug bin auch ich berufen. Wer kennt den Satz? Schreibt es in die Kommentare. Ah, ist schon ein bisschen älter. So viel ist von einem deutschen
sehr bekannten Comedian. So. Kreuzritter wahllos. Da sind wir doch. Ihr sucht doch etwas. Was ja, dich. Ich habe die gefunden. 15 Anhänger der Geißel von Yinta Kala töten. Für die Allianz. Dann machst du es nicht selber. Also wirklich. Alles muss man selber machen hier. Schlimm sowas. Schlimm, schlimm, schlimm. Ach, da ist er schon. Nicht wegrennen. Gut, die früh genug sterben oder was? So sie sieht man aus, wenn man zwei Wochen lang durch WoW durchgezockt hat. Nur mit Red Bull, die ich wachgehalten hat, dann sieht man so aus. Irgendwoher müssen die Leute von Blizzard ja die Ideen für haben. Also wirklich. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Der ist ein bisschen älter schwach. Ich brauche ein Ziel. Oh, tschüss. Einer fehlt noch. Einer muss da rein. Ah, da stehen sie noch. Da stehen sie rum. Hi. Jawohl. Das war fast perfekt. Olympiareif. Ist aber ja schon zu Ende mittlerweile. So, Olympiade in Paris. Ist aber jetzt beendet. War, glaube ich, für uns deutschen Athleten gar nicht so, so schlecht. Ich meine, ich habe nicht so gut wie gar nichts von geguckt, aber war, glaube ich, nicht so schlecht für uns. Ich liefere nur feinste Waren. Unteroffizierin Rihanna in Lichtbresche, in Suldrak. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Da gehen wir noch nicht hin, nach Suldrak. Nein, 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 nein. Geheimnis der Vergangenheit lüften. Jawohl. Ach, die Frostkrammhöhlen. Ja, genau, gehen wir da jetzt erstmal hin. Waren, glaube ich, schon einige Medaillen, haben wir, glaube ich, wieder geholt, ne? Wir sind ohnehin eine Nation eigentlich von, ja, man kann sagen, guten Sportlern. In vielen Sportarten sind wir eigentlich immer sehr gut mit dabei. Nicht immer ganz vorne, ist klar, ne? Aber doch schon ziemlich gut dabei. So, ja. Ich habe kein Ziel! Ich auch nicht. Deswegen spiele ich WoW. So. Genau hier müssen wir hin. Ist das ein Thron? Ich meine, der Zwerg ist ja schon klein, aber ist ja kein Thron, oder? Aktivieren. Hat sich irgendwas getan? Nö. Ach, das ist der Prinz Arthas und Muradin. Muradin, unsere Rettung. Frostgar. Ach so, viel Schwert ist das nur. Halt, Freund. Da ist eine Inschrift auf dem Sockel. Eine Warnung. Hier steht, wer diese Klinge nimmt, wird ewige Macht erlangen. Wie die Klinge Fleisch verbrennt, so versenkt die Macht die Seele. Oh, ich hätte es wissen müssen. Die Klinge ist verflucht. Verschwinden wir schleunigst. Ich würde mit Freude jeden Fluch ertragen, um meine Heimat zu retten. Lasst gut sein, Arthas. Vergesst diese Sache und führt eure Männer heim. Zum Teufel mit den Männern! Nichts wird mich daran hindern, Rache zu üben, alter Freund. Nicht einmal ihr. Wohlan. Ich rufe die Geister dieses Ortes. Ich gebe alles und zahle jeden Preis, wenn ihr mir nur helft, mein Volk zu retten.
Da rennt er von dann. Ich freue mich immer nur, man hört immer wieder von verschiedenen ja, Geschichten halt, dass immer solche Gegenstände schon mal irgendwann mal hergestellt wurden. Oder irgendwo, auf einmal gibt es die. Irgendwie, irgendwoher Bücher, Relikte, Waffen, was auch immer. Da frage ich mich nur, warum wurden die überhaupt erschaffen? Warum wurden die so dann über, weiß ich, wie viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende aufbewahrt? Warum? Warum? Fragen über Fragen. Aber egal. So, haben wir es auch erledigt. Wir erleben wohl die komplette Geschichte wohl von Prinz Arthas, wie er zum Lichtkönig wird, gehe ich mal von aus. Wie geht's? Mögen eure Reisen sich Frostkram. So, wir fahren mal 7 von 8. Strategische Allianz fehlt noch. Noch haben wir eigentlich alles fertig, ne? Ist noch was? Noch haben wir die Karte nicht durch. Noch nicht. Haben wir die Ecke auch durch. Jetzt geht es nur oben im Norden, in der Mitte. Da waren wir noch gar nicht. Jetzt machen wir natürlich auch noch alles. Dann haben wir Drachenöde durch. Also in der Folge wohl nicht mehr, aber in den nächsten ja, 2 Folgen wahrscheinlich. Ich mal so von aus, haben wir Drachenöde durch. Dann geht es ins nächste Gebiet. Haben wir schon eine Quest bekommen. Für das nächste Gebiet, Suldrak. Da, Suldrak. Dafür haben wir schon bereits eine Quest bekommen. Das ist natürlich mal schön, wenn man von Gebiet zu Gebiet geführt wird. Finde ich immer schön sowas. Das Licht sei mit euch. Ja, mit dir auch. Den Ehrenfreund. Oh, was haben wir da? Nehmt Eisstamm Zellsans Phylakterium ab und bringt es zurück zu Hochkommandant Helford Wurmbann in der feste Wintergarde. Das Licht segne euch. Achso, annehmen, ja, annehmen. Für die ja, Allianz. Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. Wo müssen wir eine Quest? Nehme ich mal schnell an. Komm her. Braucht ihr etwas? Schädlingsbekämpfung. Ja, 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 ja. Wo ist er jetzt? Scheiße, ich war zu langsam. Ach, da oben ist er doch. Eissturm. Hey, hallo. Knochendrache als Mount wäre cool. Das wäre echt cool. Ich meine, gibt es halt das Skelettpferd für den Untoten? Ja. Gibt es auch, auch als Drache, als Mount? Weiß ich gerade gar nicht. Was wir jetzt noch machen? Ach so, Phylakterium. Ja, schon vergessen. Ah, es ist zu warm. Heute noch Hitze. Also Montag und Dienstag. Auch noch bei uns Hitze ohne Ende. Ja, dann wird es endlich ein bisschen kühler, ey. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, ist schon ein paar Jahre her. Da hat man ja mal über 4 Monate hinweg jeden Tag über 30 Grad gehabt. Das war nicht schön. Ungefähr 4 Monate. Jeden Tag über 30 Grad. Ich bin fast kaputt gegangen. Der Ventil lief von morgens bis abends. Jeden Tag. Möchte nicht erzählen, wie viel Stoff ich noch im Körper hatte. Nein, möchte ich nicht. So. Das Schicksal ist uns heute hold. Jo. Möge das Licht mit euch sein. Mit dir auch. Bei der Macht der Allianz. Unsere Feinde werden untergehen. Müssen wir jetzt zu Legionskommandant Jorik im Inneren des Mausoleums von Wintergarten. Mein Licht. Der erste Schlag wird unser sein. Jo. So sieht's aus.
Mausoleum, da war doch hier unten, ne? Da irgendwo der Eingang. Ja, da ist er doch. Der Hintereingang, wenn man so möchte. Oder? Grüße. Grüße. Ziehe den Ehrenfreund. Besiegt Tilsan den Dämmerbringer. Ja, machen wir doch. Achso, annehmen. Annehmen. Das Licht segne euch. Ja, mach eben kurz mal einen Platz. Kommen wir hier rein. Komm, hol ihn raus da. Ich meine den Boss, ne? Nicht, was ihr jetzt schon mal denkt. Ah so, mit dem Philopterium. Ja, komm her. Es scheint mir so ein Portal zu sein hier. Komm raus. Ach so, einer wieder. Lalalala. Ja, komm, hör auf zu labern. Ach, müssen wir einen Monolog halten über 80 Jahre? Ja. Da belebt das mal 60 Jahre. Egal. Warte, noch 90 Sekunden warten, sagen wir noch labern. Und am Schritt ja mitlesen, wenn ihr möchtet, ne? Unten links. Ist leider nicht vertont. Nein, ist ja fast nichts wirklich. So solche Szenen hier. So gut wie keine vertont. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, noch knapp eine Minute, 50 Sekunden noch, dann können wir endlich angreifen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ah, ja, jetzt. Ah, ja. Du auch. Dann kann ich nicht anvisieren. Nicht angreifen, nix. Okay. Wieder mal ein Bug. Kette Hochkommandant Hellford Wurmbann. Okay. Können wir zurückkehren, haben wir fertig. Da hinten. Da oben, da sind wir zu Hause, da fliegen wir hin, da müssen wir hin. Hallo, da bin ich wieder. Die Horde wird fallen. Ja. Möge das Licht mit uns. Geht der feste Fortragon, kein Fort, nein. In den Drachen entsprechend Hochlord Bolvar Fortragon. Unser Werk hat erst begonnen. Wie sieht das aus? Da ist. Da haben wir noch mal Schädlingsbekämpfung, genau. Natürlich näher. Machen wir das jetzt mal. Bevor wir sehen, was hin und her fliegen. Muss hier nicht sein, ne? Was halt in der Nähe ist, machen wir auch. Ganz einfach. Sind wir schon gleich da. So weit ist es nicht. Na, wie würde ich sagen, noch 200 Meter, noch 150 Meter, bei 100 Meter, bitte land, und jetzt sind wir auch schon da. Hallo. So, Schneeholde, Schneebolde, der Schneeebene, okay. Die ersten haben wir. Alles sind schön verteilt hier, ne? Schneeball und Magna Tauren. So viel ist es aber ja nicht. Da haben wir die Magna Tauren, genau.
Da oben vielleicht ist noch ein größeres Feld. Könnte noch der Western sein. Nur noch drei Schneebolde. Da haben wir schon einen, ne? Ja, da haben wir schon einen. Zelot, also Magier. Noch zwei. Zack, haben wir. Duten, brauchen wir nicht mehr. Weg. Alles da oben. Sehr gut. Dann gehen wir das ganz schnell ab. Und weiter geht's. Da fällt mir ein, die haben mal irgendwo in Russland, ganz tief im Osten, im Schnee irgendwo, kleine DNA-Spuren wohl von Mammut gefunden. Die wollten die mal klonen. Aber nie wieder was von gehört. Hat wohl nicht geklappt. Was kann ich für euch tun? Für die Allianz? Schneebold im Canyon nordöstlich der Front der 7. Legion verfolgen euch anschließend, die ihren Anführer kümmern. Auf dann. Auf dann. Okay, dann machen wir mal. Ja, keine Ahnung, ob daraus was geworden ist. Ich habe nie wieder was von gehört. Die hatten es zumindest mal vorgehabt. Ein Mammut per ja, Gentechnik halt, ne? Wie damals mit dem Schaf Dolly. Und noch ein Klon. Hat aber nicht wirklich geklappt. Also mit dem Mammut auch mal machen. Kühlhauer. Hallo. Hi. Ist immer noch also ein gewisser wissenschaftlicher Traum der Menschen, ne? Lebewesen klonen, 1:1 erschaffen. Naja. Irgendwann sind wir nicht mal so weit entfernt von dem Terminator. Seid gegrüßt für die Allianz. Könnte man auch dann sagen, dass auch irgendwann dann kommen. Mal sehen. So, oben rechts. Aber ich sage immer wieder, ne, was heute noch sein Fitchen ist, könnte morgen schon eine Realität sein. Oder Normalität sein. Wie Beamen, Teleporter, weiß ich alles, Magnetfelder, irgendein Kram, ne? Könnte sein. So, Markus Angebot. Unten. Da haben wir es doch. Da ist er. Hey, wie geht's euch so? Ich habe eine Steinfleischprobe von der Eisriesenleiche am Höhleneingang nötig von Zorn. Der Kristallsturm kehrt wieder zu ihm zurück. Steinfleischprobe von der Eisriesenleiche. Okay, hier haben wir noch Eisriesen. Ich habe kein Ziel. Ach so, der ist freundlich. Schade. Wahrscheinlich hier. Da haben wir noch ein Eisriese. Eisriese. Nee, bei einer Steinschärfe. Eiskern-Jormung. Jormunga-Fresser. Wer denkt sich solche Namen aus? Natürlich, klar, viele Namen sind natürlich auch aus der Mythologie übernommen worden. Verschiedene Mythologien von der Welt, klar. Wie zum Beispiel Drachen, Lindwürmer und sowas, ne? Jotun, glaube ich, aus der nordischen Mythologie. Drachen wahrscheinlich eher aus der chinesischen. Aber egal, so, gib uns mal hier durch. Wurmfleisch, lecker. Mit ein bisschen Püree, grünen Bohnen und eine schöne Dillsoße. Könnte lecker sein. Und als Nachtisch gibt es dann geronnenen Schleim.
mit Vanillesoße. Hier muss ich, glaube ich, gar nicht rein. Wahrscheinlich danach. Ich habe da nichts gesehen. Ich habe zwar die Leichen gesehen, aber konnte nichts mit denen machen. Wie hier. Ist auch so ein Steinriese, aber kann hier nichts mehr mitmachen. Geh mal wieder raus. So. Verhärte Kristallriese. Ach, jetzt auf einmal. Gerade ging nichts. Nichts gezeigt. Da haben wir sie. Die Steinfleischprobe. Ich will keine Steine essen. Nee. Liegen wir so schwer im Magen. So, da hast du deine Steinfleischprobe. Komm her. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld, genau. So sieht's aus. Schönen Tag auch. Schönen Tag auch. Füll 2 Fiolen mit ätzendem Speichel. Nehme den Schaber auf euch anwendet. Bringt die Fiolen wieder zu. Hä? Indem ihr den Schaber auf euch anwendet. Bleibt gut drauf. Sammelt ätzenden Speichel, der von einem Eiskern Jormunga, oder diese komischen Schlangen, die wir gerade schon gesehen haben. Da. Der müsste jetzt sein. Kann ich auch nicht, okay. Müssen wir da hochfliegen. Wahrscheinlich, wo wir gerade waren. Hier wahrscheinlich, ne? Dann mal wieder ein. Gehen wir runter. Geronner Schleim. Ne, geht irgendwie nicht. Eiskern-Jumunga. Mal gucken, wo finden wir die denn. Das sind die Kristall-Eisriesen. Finden wir die ja wohl nicht. Nein, kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Wann spawnen die denn wieder? Natürlich jetzt blöd. Alle platt sind. War hier nicht einer? Nö. Nö. Doch, das ist einer. Eine Brut. Nö, will er nicht. Will er nicht. Okay. Dann müssen wir weitersuchen. Da geht ja auch nichts. Das geht nicht. So, das ist wieder hier der kristalline Eisriese. Geht auch nicht. Da können wir auch nichts mitmachen. Nö. Keine Gegner da. Das ist die Tür jetzt blöd, ne? Blöd, blöd, blöd. Keiner da. Eiskern-Jumunga. Eiskern-Jumunga. Ist ein Speichel von Eiskern-Jumunga. Und muss ich warten, bis die irgendwas machen, bis sie mich anspucken? Hallo. Komm, spuck mich an. Ja. Heute noch? Du bist blöd. Du bist echt blöd. Du bist doof. Komm, mach was. Mann, bist du hässlich. Ja. Heute noch?
oder auf Entfernung vielleicht. Holen wir noch einen zweiten zu. Nö. Die machen nichts. Fress mich nur an. Ätzend Speichel. Machen wir keinen. Die spucken mich nicht an hier. Gebt mir euren Ätzend Speichel. Angreifen kann ich sie ja nicht, dann sind sie sofort tot. Sind alles Fresser, ne? Ja. Du vielleicht? Rüttelbohrer ist ein Boss. Jetzt haben wir sogar drei. Das muss mir also irgendwie wieder schwächen, ne? Ach, jetzt. Jetzt, auf einmal haben sie gemacht. Oh, noch mal noch einen. Wir müssen 15 Sekunden warten. Ja, blöd. Dauert halt, bis sie das machen. Dauert wirklich sehr lange. Da haben wir sie. So, geht. Da haben wir es doch. Gut. Wahrscheinlich noch gleich den Rüttelbohrer hier. Dann sehen wir, dass sie natürlich noch leben. Den mache ich natürlich jetzt nicht. So, schnell raus hier. Das machen wir noch. Das machen wir. Wenn wir jetzt den Rüttelbohrer hinterher bekommen, dann machen wir natürlich den auch noch eben schnell. Dann dürfen wir die Höhle auch durch haben. Können wir wieder einen Haken dahinter machen. Aber erstmal die Quest abgeben, gucken was. Was wir jetzt noch bekommen, ob wir die Quest bekommen oder nicht. Meistens ja, weil es ja ein Boss ist, ne? Ist aber halt nicht immer. Aber immer öfter. Oh. Ach komm, fliegen geht schneller. Oh, wir setzen auch schon wieder zur Landung an. Da oben. Was will ich denn da unten? Da oben ist er doch. Jo. Schönen Tag auch. Schönen Tag auch. Bleibt sauber. Schönen Tag auch. Wie bietet das von zweiter Zubasse Telexier Kurs Schar dem Unbezwingbaren an? Okay. Bleibt gut drauf. Achso, er hier. Hallo. Du da. Da. Timer und Tag anwenden. Abgeben. Hat zwei Quests. Mächtig großer Wurm. Rüttelbohrer ist er doch. Benutzt du als schützendes Elixier, falls ihr euch noch besitzen solltet. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und hier noch das Revier. Da auch noch. Noch eine. Acht Eis. Eiskernjungmungerfresser tut. Kann man da eben machen. Wird die Folge ein bisschen länger, aber das machen wir eben noch fertig. Hat der Erz hier noch. Moment. Oder Moment, Moment. Was liegt an? Wurmcowboy. Trete die Höhlen in den Kristallschuhen und fangt mit Hilfe stabiler Kisten drei Exemplare der Würmungebot. Also, müssen wir die Schwächen, bevor wir die fangen können? Oder? Müssen wir auch. Ich glaube, das machen wir doch besser in der nächsten Folge, sonst zu lange. Machen wir das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge von WoW. Bis dahin, schön mit Öl.